Herzlich willkommen zur nächsten Folge und einen neuen Tag in dem Spiel. Gut, dann gucken wir uns erstmal die Post hier an. Hier ist wieder was Neues. Arbeit für alle hatten wir. Was ist das hier? Mineneinsturz. Mindestens 5 Bergleute wurden getötet, als am Morgen ein unterirdischer Tunnel in der Kohlemine Brütka einstürzte. Rettungsteams versuchen, 12 Verschüttete zu befreien. Außerdem sind mehr als 1000 Bewohner der umliegenden Dörfer den Verletzten zur Hilfe geeilt. Im Moment sind die genauen Ursachen der Tragödie noch unbekannt. Holy shit, also manche Stories stimmen und manche nicht. Das heißt, man muss eigentlich auch das Menschliche mal durchlassen, ne? Und auf Regeln scheißen. Was ich echt auch finde, weil nicht jede Regel sollte immer zu 100% befolgt werden. Aber wir machen das ja jetzt gerade extra fürs LP. So von wegen der perfekte Polizist. Hauptsache, die Arbeit ist richtig gemacht. Scheiß drauf, ob Menschen dafür sterben. Okay, das kann man sich aber merken für die andere Seite, weil das passt dann sogar besser für den zweiten Playthrough, falls ich überhaupt einen mache. Aber ich meine so für privat auch oder so. Dass wenn man zum Beispiel der anderen Bande anschließt, kann man ja das sogar noch besser verstehen, dass man es auch macht. Aber geil. Gut. Haben wir alles? Jo. Sieht dann aus. Nachgeladen. Jo. Rein da. Ah, Kapitel 3. Arbeit für alle. Was wurde nochmal verhängt jetzt? Genau, das mit Künstler und Lehrer, ne? Genau. Ja, hallo. Gut, gib mal her. Also. Aha, okay. Das heißt, wenn ich ihn durchlasse, schreibt er halt über Akaristan. Genau, er ist Journalist, der darf sowieso nicht durch. Aber man merkt es, ne? Von wegen, dass es stimmt so, von wegen, dass man das nicht durchgehen lassen soll. Auch wegen speziell die ganzen anderen Leuten, die Gebildeten. Alle von denen dürfen nicht durch. Zum Beispiel, er dürfte eigentlich durch. Alles ist ja gut daran. Auch, glaube ich, das Foto. Ja. Aber er darf halt nicht so durch. Ich finde, das Auto ist auch perfekt. Ja. Problem ist, es ist schwer zu erkennen, ob irgendwo ein Fenster kaputt ist oder nicht. Ja, jetzt sieht man die Reflexion. Das Problem ist, ich habe bei Reflexion diese eine verbesserte Effekt ausgemacht, weil das Ding ist, statt irgendwie 80 Frames habe ich dann nur noch 40, also die ist irgendwie nicht richtig programmiert. Aber gut, so kann man es erkennen. Ja, soweit sieht alles gut aus, aber er darf halt nicht durch wegen der Verordnung, ne? Er ist halt ein Journalist. Und die dürfen nicht durch. Künstler, Lehrer und Journalisten dürfen nicht durch. So, was haben wir noch? Königreich von RK, GFG. Ja, sorry, mein Freund, du darfst leider nicht durch. So, verweigern. So. Ja. Wir werden es sehen. Wir verfolgen unser Ziel. Mal gucken, was daraus entsteht und was am Ende passiert. Interventionen? Perfekte Inspektion, nice. Einer der Häftlinge ist gerade aus dem Arbeitslager ausgebrochen und flieht in einem gestohlenen Auto. Wirst du uns helfen, ihn aufzuhalten? Überprüfe die Karte. Das Geile ist, wenn man ja ablehnt, das passt ja auch für einen anderen Playthrough. Mit allen nötigen Mitteln, sogar töten oder was? Ja gut. Dann rein da. Verfolgungsjagd, gib ihm. So. Jawohl, jawohl. Wir fahren gerade los. Vollgas. Wo ist er denn? Da hinten. Okay, dann kommen wir am besten über diese Wege hier. Geradeaus durch, ne? Ja. Bis zu dem einen Punkt, wo man links fahren muss. Es driftet so stark, das Ding. So. Hier ist nämlich niemand. Oder ist niemand. Kann man. Oh Gott, da kann man viel schneller durchfahren. Wenn man natürlich nicht gegen einen Baum knallt. Gut. Jetzt nach links. Genau, und dann nach rechts. Und da sollte er sein, okay. Schade, die Handbremse funktioniert nicht wie ein Drift Day, das wäre nice. Gut. Aha. Ergreife den Flüchtigen. Da ist er. Oh, nein! Oh nein. Ich wollte H drücken für fucking hier. Sirene und ich drück G für Motor, ey. Oh Mann.
Oh, oh Alter. Knapp dann jetzt auch vorbei. Stehen bleiben. Okay. Du willst fliehen? Dann hinterher. Wir jagen ihm jetzt richtig hinten rein. Oh, wir sind aber so weich. Also wir haben keine Masse. Der andere wäre besser. Okay. Was können wir noch machen? Ja, so oft wie möglich einfach hinten reinfahren. Ich glaube, stoßen ist besser. Polle, polle. Bam, Junge. So, jetzt habe ich dich. Jetzt habe ich dich. Jawohl. Na? Barasto, Sipka. Du Sau. Jawohl. So, jetzt habe ich dich. Meine Scheibe ist kaputt. Wo sind wir? Oh, wir können das Arbeitslager mitnehmen. Geil, du. So, fahren wir weiter. Das nehmen wir mit. Das sind dann 160 Tacken. Und dann sofort zurück. Zeit haben wir noch. So, wie bist du ausgebrochen, Junge? Du bist ja ein richtiger pfiffiger Junge, wa? Oder eher gesagt Typ. Gut. 400 Tacken verdient, ey. Die muss man aber auch machen, ne? Wenn man da die Miete bezahlen will auf dem Posten. So. Einmal durch hier. Einmal ran hier. Hopp. Bitteschön. Und weiter. Na komm, Gas, Gas, Gas. Also Offroad beschleunigt er schneller, schlechter als der andere. Und jetzt volle Pulle zurück. Ich glaube, wir brauchen so eine Minute wahrscheinlich. Oh, Überholverbot. Nee, nee, nee. So, jetzt aber Vollgas. Jawoll. Macht schon Bock, mit dem Auto rumzufahren in dem Spiel. Haben die ja so gut hinbekommen. Nicht so wie manche andere, wo du denkst, boah, was ist das für eine Steuerung, gar keinen Bock mehr zu fahren. Also dafür, ohne Scheiß, Respekt an die Entwickler. Ich weiß nicht mal, wie groß das Team ist. Wenn die richtig klein ist, dann noch mehr Respekt. Weil am Ende muss das Game nicht das Beste vom Aussehen sein, aber es muss Spaß machen, ne? Das ist das Erstwichtigste. So. Oh, Junge, vorsichtig. Gut, dann kommen wir gleich an. So, da sind wir schon. Reparieren tun wir später. Und raus hier. Gut. Dann können wir weiter die Inspektion durchführen. So, wieder da. Weiter geht's. Meine Güte. So, was haben wir hier nochmal? GFG, Königreich von Erkai. So, GFG hast du nicht. So, hallo. Yep, gib mal her. Du willst tauschen? Komm mal her. Was willst du denn haben? Zwei Säcke Kartoffeln habe ich nicht. Wodka für 71. Das war einer der Höchstpreise. Rein da, Junge. Was haben wir nächsten? Alle gleich, okay. Boah, schöner Umsatz. Toilettenpapier verkauft er für so viel. Päckchen Kaffee für so viel. Boah, nee. Nee, 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 nee. Das Billigste ist immer so im 10er-Bereich. Standardverkauf ist so 20, 30er Bereich und teurer Bereich ist so 40, 50, 60, 70, je nachdem wie halt, wie teuer das ist. Schade. Gut, dann machen wir das so halt. Gut. Dann, das haben wir gerade gemacht. So, Königreich Erkai? Nee. Okay, Frachtbrief. Stimmt, das wurde ja aufgehoben, ne? Genau, nur noch Frachtbrief und ja genau, die neuen Zulassungen. Gut. Da kann man wieder normal arbeiten. Na komm. Passt. Passt. Passt auch. Zack. Zack. Alles klar. Er ist Lehrer. Oh, mein Freund. Das war kein guter Grundangabe. Die wollen das hier nicht. Ja, dann kann ich schon mal hier ankreuzen. So, dann. Du hast 10 Gepäck. Junge, Junge, Junge. Wo hast du das ganze Gepäck denn hingetan? Also, fangen wir an. Nummer 1. So, da hinten ist noch was. Genau, steig mal aus, bitte.
Einfach nur, wenn ich schon eh drinne bin. Okay, ja. Nee. Gut, dann gehen wir weiter. Gucken wir mal. 10 Gepäck. 10 Gepäck. Das ballert. Okay, dann kontrollieren wir nochmal nach, ob da was drin ist. Ah, andere Seite. Gut, ja. Sieht soweit alles gut aus. So. Ey, ich werde jedes Mal Nachtwäsche verkriegen. Mein Gott, Alter. Gut, mein Freund. Ja, alles ist super, außer, warte mal, Foto. Foto ist auch super. Ja, du hast alles richtig gemacht, außer dass der Arbeitsgrund natürlich leerer ist. Das ist nicht so geil. Boah, schade. Auto bewerten. Sieht eigentlich sauber aus. Boah. Kaum was kaputt. Oder gar nichts. Tja, schade, mein Freund. Lehrer sind hier nicht erwünscht. Journalisten, Künstler und Lehrer brauchen wir nicht. Na gut. Zum nächsten. Auf Wiedersehen. Obwohl Lehrer ja voll wertvoll sind, ey. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass die echt korrupt sind, die hier. Nicht nur, weil es Kommunismus ist, ne? Nicht das. Sondern wirklich, wie die handeln. Habe ich das Gefühl. Lehrerkräfte nicht holen, ey. Obwohl das gute Dinge sind. Also Künstler, ja gut. Wenn man genug hat, ne? So einen auf den. Aber Journalisten ist auch schon so ein Schlagwort ein bisschen. So, moin. Ja, du kriegst jetzt zurück, ganz ruhig. Hier hast du nichts. Okay. Königreich von Erkai. Aussteigen würde. Junge, die immer aus Erkai, wirklich, ey. Dann wollen wir mal, laden wir das mal aus. Verschwende ich nicht. Also. Irgendwas hier zwischen. Ja, wollte gerade sagen. Immer so ein bisschen im Kreis bewegen. Jeden kleinen Schlitz anklicken. Hier zu. Ah! Nochmal Kokain. Du kommst dran, mein Freund. Das wird Spaß machen, du. Nicht für dich, aber für mich. So. Da ist nichts. Gar nichts, gar nichts. Ist auch nichts drin. Ist jetzt tatsächlich nicht einmal. Er muss nur zweimal hauen, hammergeil. Gut, das haben wir auch gefunden. Einmal rüber. Nach hinten. Tja. Hier sehe ich soweit nichts. Genau. Hier zu. Ja, das war's. Tja, mein Freund, dann gehen wir jetzt nochmal nach da hinten. Also, dein Frachtbrief sagt Zement 1, Gepäck 3, Seife 2. Das ist schon mal richtig. Glückwunsch an dich erstmal. Bergmann, arbeitssuchend. Ja. So, 200 Kokain. Kokain. Gut. Sonst ist auch nichts, ne? Und das ist wirklich nur Seife. Okay. Ja. Hat Spaß gemacht, ne? Wie viel haben wir gefunden? Ordentlich. Gut. Komm her. Da ist es. Du bist jetzt gefangen, Junge. Das ist vorbei. Bam, Junge. Gut, dann. Einmal wieder aufräumen hier, ne? Egal wie viel oder wenig ist es ja, ist immer so schnell am Arbeiten. Irgendwas habe ich vergessen. Unter dem Armaturen. Willst du mich verarschen? Armaturenbrett? Hey. Okay. Eine Sache übersehen. Junge, 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 das ist echt widerlich, wo es alles versteckt ist.
Ich will mir nicht vorstellen, wie es in echt ist. Ey. Das ist wahrscheinlich noch ekliger. Da ist ja nicht irgendwie eine Schlange immer, die du siehst. Aber gut, wir haben den Schmuggler gefunden. Jetzt ist nur noch das Kennzeichen. Okay. GFG. Kein GFG. Okay. Hallo. So. Was willst du denn handeln? Sag mal her. Zigaretten für 32. Gerne. Ah, das geht nicht mehr. So, Wodka willst du kaufen. Wie viel? 14? Willst du mich verarschen? Geh mir weg, du. Und. Ne, das willst du nicht. Gut, der Rest ist Müll. Ja, ja, genau. So. United Rally, Mechaniker. Okay, du hast schon mal Glück gehabt. Das stimmt. Das stimmt. Das auch. Das auch. So. Überall gleich, okay. Wunderschön. Dann hast du Glück gehabt. Jetzt nur noch die Fracht. Ziehen wir davor noch gucken, ob er Bild hat. Oh, Foto verkackt. Ja, GG. Das war's für dich. Ja, die Fracht noch, ne? Steig mal wieder aus. Wenn schon, dann schon 360. Irgendwann wird da auch Drogen sein, das weiß ich schon. Ja, okay. Dann wollen wir mal. Wie Soldaten aufgereiht, die Hühner. Ja, jetzt haben wir die. Also, zwei Hühnchen. Genau, und fünf Gepäck. Das stimmt schon mal. Junge, sind die alle Tänzer oder was? Okay, ja, die schon. Gut, pack mal zurück, bitte. Nicht rauchen, machen. Oh, du kannst beides gleichzeitig, Junge. Shadow Clone Jutsu. Gut, ja. Leider, wegen dem Foto, kommst du halt hier nicht durch, ne? Der Rest war perfekt. Schade. Ui, jetzt habe ich das so gemacht. Ja gut, geht ja auch. So, bitteschön. Das Foto passt nicht. Du hättest dich nicht rasieren sollen, Junge. Das ist ein Problem. Oh lol, der Gepäckraum ging zu. Warte, das habe ich noch nicht angeklickt. Ah, so, ja, die scheiß Inspektion. Das Lustige ist, wenn man eigentlich kein Geld braucht mehr, ne? Kann man ja theoretisch auf diese Voraussetzungen, diese hier, komplett drauf scheißen. Weil am Ende ist nur wichtig, ob er rein darf oder nicht darf und dass man Minimum einen wichtigen Grund macht. Weil das ist ja nur Perfektion. Das am Ende kann man echt sagen, wenn man ganz groß ist, so der höchste Rang, so ich habe eh genug Geld, fuck it, Junge, raus, rein, raus, rein. Gut, sag mal kurz her, handeln. Päckchen Kaffee, Zigaretten für 10, nicht so gut. Na gut, oh, Toilettenpapier für 7, das ist billig. Sackkartoffeln für 19, Sackkartoffeln. Ah, ist gerade die Hälfte. Nee, machen wir nicht. Aha. So. Klar. Okay. Das haben wir. Dann, was haben wir noch? Foto. Foto passt. Dann, was haben wir noch? Naja. Scheiß Auto. Was für ein Kennzeichen? Nee, kein GKP oder was war das? GFG. Einmal zu. Gucken, gucken, gucken. Die sind kaputt. So. Zwei Stück. Ein Reifen. Junge, okay, jetzt bin ich hier schon TÜV-Abnahme oder was?
Stoßstange fehlt, ne? Boah. Weg damit. Vollbericht. Eine Stoßstange fehlt. Weiter. Fenster ist in Ordnung. Das ist auch in Ordnung. Reifen ist in Ordnung. Vorne ist drinne. Kaputt sind die nicht. Boah, das war das Einzige. Gut, gehen wir kontrollieren. Ja, gut, dann haben wir das. Dann, ups. Verlad mal bitte. Gut. Dann wollen wir mal kontrollieren. 1, 1, 1. Ganz genau. 8 stimmt. Das ist aber egal. Genau. Da hat er eigentlich alles richtig gemacht, außer halt, dass man das nur anmerken soll. Ja. Name stimmt, das stimmt, das stimmt. Foto stimmt, Frachtbrief. Stimmt auch überein. Gut. Dann. Ja. Genau, arbeiten will er auch nicht. So ein Tourismus. Ja gut, dann fahr weiter, ne? Ey, mach schon. So. So, bald reparieren lassen, ne? So, sonst ist die Felge noch Schrott, du. Auf dem Plattenreifen fährt man nicht. Ja, gut. Oh, perfekt. Gut, das war der letzte. Ein Schmuggler ist noch irgendwo da draußen. Den haben wir aber noch nicht gefunden. Dann klatschen wir das mal hier rein. Und dann geht's weiter. Also, Verbesserung. Unsere Gesamtkosten sind bei 480 jetzt schon. So. Wir könnten das Lager verbessern. Und das Gefängnis. Oder wir kaufen uns erstmal das letzte Auto. Weil ich habe das Gefühl, wir brauchen das irgendwann. Das ist sehr, sehr teuer. Aber ich glaube, jeder kostet auch Unterhalt. Das ist das Problem auch. Hm. Oder das Personal verbessern, ey. Dann ist hier richtig Krawall, ey. Da kommt hier niemand an. Hauptquartierverbesserung. Das wäre auch nicht schlecht wegen der Story, falls man doch zu viel Ballerei ist oder so. Hm. Wie viel kosten die? 1000. Boah, das müsste ich alles aufgeben. Nee, das ist so viel. Wie viel Personal kann ich verbessern? Also ich mach den schon mal verbessern, weil dann Scharfschützengewehr. Wunderschön. Komm, machen wir alle. So viel es geht jedenfalls. Ich glaube, einer geht noch. So, den Rest überlasse ich jetzt mal so. Genau. Aber jetzt haben die alle Gewehre. Fast alle. Der hat sogar Scharfschützengewehr. Genau. Gesundheit auch ordentlich. Und jetzt fehlt nur noch die Verbesserung. Das Lustige ist, der sieht genauso aus wie unser Charakter, ne? Auch interessant, wenn man sich im Fahrzeug mal anguckt. So, wie viele Kosten haben wir denn? Das wollte ich kurz eigentlich noch nachgucken. 580. Boah, reicht genau noch für die Nacht. Soll ich die Gefangenen wegtun? Ich brauche mehr Einsätze. Das ist das Ding. Einmal rumfahren, gucken vielleicht. Ja, komm, machen wir. Wir haben eh nichts Besseres zu tun. Wir müssen das Geld verdienen. Fahren wir zur Polizeistation. Und, mache ich den hier? Das ist nur einer, ey. Das wäre ein Umweg, du. Aber ordentlich. Machen wir erstmal nur das andere verkaufen. Sollte erstmal reichen. Gut, auf zur Spritztour. Und dann können wir uns eigentlich gefühlt ausholen. Vielleicht finden wir auch noch bei der sozusagen bei der Patrouillenfahrt jemanden. So. Da, so sieht unser aus. Ah, wobei, ganz leicht anders. Minimal aber auch nur. Schade, dass wir unsere, wie heißt das, Ausrüstung nicht ändern können, so wie diese im SWAT-Ausrüstung mit alles. Boah. Schade. Hätten die einführen können. Wenn man zum Beispiel sein Hauptquartier verbessert, kriegt man auch mehr Gesundheit, also heißt das automatisch auch bessere Ausrüstung. So, Licht an. Fehlt noch so ein bisschen eine Tachoanzeige, wäre cool. Wobei, die ist ja drin, ne? Genau. Oh, man hört sogar die Reifen quietschen. Von innen. Gut.
So, da wäre ich. 202, oh, hat sich auch erhöht. Das ist doch schön. Hat sich sogar gelohnt diesmal. So, jetzt haben die auch schon Licht angemacht. Ja, dann mache ich auch Licht an. Boah, gefährlich hier. Bam, Junge. Oh, bounce, bounce, bounce. Gut, dann zurück, dann einmal ausschlafen und dann ist schon, oh, der nächste Tag. Und mal gucken, was da passiert, ne? Lange gab es schon keinen Anruf mehr. Vielleicht gibt es morgen ja den ersten Anruf wieder mit Story-Fortschritt. Oder die warten echt auf den Rangaufstieg. Aber den habe ich ja jetzt eigentlich geschafft. Das sollte eigentlich passen. Wow, 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 Alter. Da war zu viel. Ey, nicht hupen. Wie kann ich hupen? Wie? Nee. Das Licht bleibt ein Scheiß auf die Batterie, die wird auch noch leer. So sehen die jetzt aus, nice. Die Waffen sieht man natürlich nicht. Schade eigentlich, aber ist in Ordnung. Gut. Wir brauchen echt eine bessere Waffe. Ich glaube, bevor wir jetzt nächstes upgraden, vielleicht doch Waffe mal holen oder so. Wir haben so viel Muni für die Shotgun, aber wir haben keine Shotgun. Wäre cool, wenn man die finden könnte eigentlich, so über San Andreas, so einfach offen in der Welt. Gut, nächster Tag. Ah, so. Nächster Tag, wa? So. Da kommt schon einer. Das ist dasselbe. Boah. Ja. Leco mio, wo hast du den aufgetrieben, ey? Ja, moin. Eieieiei. Beruf Holzfäller, ja, okay, das sind schon mal gute Leute. Einreiseerlaubnis. Fangen wir erstmal mit dem Frachtbrief an. Das stimmt. Oh, verkackt. So. Zack. Zack. Das stimmt. Gut, dann hast du bis jetzt nur die Passnummer verkackt. Dann, das stimmt. Kagastan. Dann geht's weiter. Einer ist kaputt. So, schon mal ein Scheinwerfer. Zwei Reifen habe ich bis jetzt gesehen. Stoßstange ist da. So, ein Reifen. Zwei Reifen. Boah, ist der andere auch? Nee, der andere ist, glaube ich, nicht so. Nee. Ich hoffe, es geht auch nur für die äußeren. Und hier. Genau. Soweit erstmal nichts. Was für ein Kennzeichen hast du überhaupt? GFG hast du nicht. Gut. Glück gehabt. Dann packen wir mal aus. Also. Junge, hat er viel. Okay. Dann. Zack. Das sind jetzt viele Dinge. Gut, haben wir alles? Ja. Dann vergleichen wir mal. Wie lange kann man hier warten? Ja, Junge, geduldige dich, du hast so viel Zeug hier. Also, Toilette einmal, richtig. Seife einmal, Kühlschrank zweimal. Biologisches Gefahrgut einmal. So, den Gasherd dreimal und das Zement neunmal. Alles klar, läuft bei dir. Jetzt fast perfekt alles gemacht. Beinahe. Leider ist was abgelaufen. So, Junge, sein Rücken muss stahlhart sein, wenn er das alles einpacken kann. Gut, Kumpel. Für dich ist die Fahrt vorbei. Ganz genau. Und tschüss. Stimmt, es gibt auch einen Erfolg, wenn man den komplett löst, ohne dass man die Hilfe benutzt. Ah, was hat da gefehlt? Ah, noch ein Scheinwerfer. Wahrscheinlich hinten, habe ich nicht gesehen. Schade.
nächsten. Weißt du was? Ich versuche mal diesmal manuell zu prüfen. Für den Erfolg. Mal gucken, ob ich das schaffe. Am besten beim Fahrzeug wohl nicht so viel ist. GFG ist schon mal nicht. Okay. Zack. Handeln. Ja, das ist natürlich scheiße. Ja, das ist echt schlecht. So, was wir jetzt haben, Toilettenpapier für 16. Ja, ist gar nicht so schlecht, ne? Ja, komm, machen wir mal. Ist die Mitte. Wir müssen ja auch Platz machen, ne? Ja, mehr haben wir nicht. Gut, dann fangen wir erstmal mit dem Foto an. Ups, mit dem Foto. Das passt schon mal. Dann nehmen wir lieber einen ohne Frachtbrief, damit es leichter geht für den Erfolg. Gut. Boah, wenn man wahrscheinlich auf den größten Schwierigkeitsgrad spielt, ist man wahrscheinlich gar keine Hilfe mehr da, sowas hier. Oder geht sofort nach einem Mal weg. So. Das habe ich schon, ne? Ja. Gut, dann. Nächster Punkt. Kontrolle. Irgendwas gesprungen. Die nicht da raus. Die unten auch nicht. Sieht gut aus. Hast du das? Sehr gut. Das auch. Das auch. Gut. Ja, sieht zwar gut aus. Okay, dann, was noch? Den Frachtbrief muss ich nochmal alles rausholen. Achso, ja. GG. Bitte mal aufsteigen. Stimmt, eigentlich muss ich das gar nicht rausholen, aber das schneller gehen. Scheiß Autos ohne zwei Türen, vier Türen. So, sonst haben wir nichts, ne? Nee. Gut, pack das wieder ein. So. Dann vergleichen wir mal, was wir bestätigt haben. Drei Gepäck, zwei Zement. Läuft bei dir. So, hast du irgendwas davon verkackt? Nee, eigentlich nicht, ne? Sehr gut. Läuft bei dir. Bitteschön. Rado tuksaju, Amanu. Adjo Bacista. Hm. Zack, automatische Tür. Gut, dann haben wir den auch, wa? Der Sound davon. Sehr gut. Wahrscheinlich darf man die auch nicht mit der Liste aufschreiben, oder? Wobei doch, aufschreiben sollte man doch. So. Ja. Gut. Hm. Ja, Vor- und Nachteile, ne? Sowas. Hm. Einerseits ist es gut, für die wirklich, die nicht finden konnten, sogar wenn die wollten. Aber andererseits natürlich. Eieiei, wieso du ausgerechnet? Aber naja, zu Ende reden, ja. Wer ist das? Die, die natürlich schon einen hatten, sollten den, finde ich, auch behalten. Außer die wären woanders besser. Aber naja. Natürlich nicht schön. So, Stoßstange eine. Spiegel ist noch dran. Fenster ist in Ordnung. Spiegel ist da. Ja, das wäre es eigentlich, genau. Das haben wir. Dann, Bewertung. Guck mal her. Foto. Foto stimmt. Pracht hast du nicht, oder? Nee, hast du nicht. Dann fangen wir mal an. Der Name stimmt soweit. Die Nummer stimmt soweit. Das ist das Problem. Bis Juli. Stimmt. Okay. Bis Dezember stimmt auch. Das Alter ist mir jetzt egal. Versuche ja den Erfolg zu bekommen. Nun. Fangen wir damit erstmal an. Was haben wir denn hier so Schönes?
Gar nichts, oder was? Nee. Seitlich gucken. Aha. Lass mich allein. Boah. 560 Tacken, ey Junge, macht aber gute Geschäfte damit, ey. Holy shit. Aber nein, weiter geht's. Waffen auch noch, schmuggelt ja die Sau. Okay. Der ist schon platt. Aha. Nice. Okay. Hier ist echt nichts. Sprengen hilft auch nicht, okay. Dann gehen wir rein. So, ich muss ja auch darauf achten. Letztes Mal war ja Armaturenbrett. Gucken wir mal. Okay. Aha. Boah, ich bin gleich voll. Bitte nicht noch mehr. Ich hab schon genug. Nee. Das war's. Hoffe ich mal. Eieiei. Tja. Das Geile ist, man kann das Bestechungsgeld immer nur am Anfang annehmen, nicht danach. Das als Option. Schade eigentlich. Gut. Dann haben wir das auch. Gut. 2 von 5 haben wir. Okay, der freut sich sogar drauf. The fuck? So, das ist schon mal gut. Lass mich durch, Junge. So. Ich hoffe, das zählt jetzt als selbstgemacht, ohne Hilfe. Rechte Seite des Rücksitzes. Rechte? Willst du mir sagen, wo ich links gesessen habe, ich habe mir den Scheiß... Hä? Rechte Seite des Rücksitzes, nicht... Oder vom Vordersitz die Rückseite... Okay, eine, auf jeden Fall die rechte Seite habe ich nicht gemacht. Das heißt, wenn ich von links mit dem Strahl mache, sollte ich den eigentlich gesehen haben. Okay, na gut. Perfekt war es nicht, deswegen nicht der Erfolg. Aber die Schmuggler sind weg. Gut, keine Schmuggler mehr, nur normale Leute. Sehr gut. Oh, das Auto. So, gib her. Was zum Tauschen? Ah, der Wodka ist billig, aber Toiletten... Oh, nee. Oh, nee, nee, nee. Zwei Kartoffeln ist gut. 9. Ja, wollte gerade sagen, ne? Gut. Frachtbrief vergleichen wir. Ah, abgelaufener Reisepass. GG. So. Foto stimmt auch nicht überein. Dann geht's weiter. Reifen, einer. Dann fehlende defekte Karosserie, eine. Dann hat er auch noch keinen Spiegel. So, hier vorne ist schon mal nichts kaputt. Gut, ja. Hinten keine Stoßstange. So, das ist soweit in Ordnung. Doch, muss man. Gut, soweit das ist in Ordnung. Dann. Bitte wieder einladen. Ich würde so gerne eine Option haben, dass ich mit E wieder B laden kann, aber leider gibt's das nicht. Das wäre nämlich nice. So, dann haben wir das, haben wir das, haben wir das. Zwei Bierfässer. Warte. Gut. Ja, die beiden hat er verkackt, ne? Das ist klar. Das da unten ist auch noch rot. Gut, dann. Bitteschön. Und weg mit dir. Jetzt immer geil, wie sie immer die Kacke hochrollen.
Obwohl das Auto halb kaputt ist, ey. Ein noch? Na gut. Jawohl, perfekte. Verweigere 30 Waren den Zutritt, Erfolg. Lol, nice. Guten Tag, gib her. So, was willst du kaufen? Wodka für 32, Päckchen Kaffee. Da mache ich Minus. Das ist alles sehr teuer. Auch das Waschpulver. Ja, dann, mit dir will ich nicht handeln. Also, der ist Künstler. Oh, den kann ich schon ablehnen. Gut, dann machen wir den mal selber vergleichen. Also, Kumar Muhadov. Muhadok, das ist schon mal auch falsch. Also, Name ist schon mal falsch. Dann Juli. Dann die tägliche nochmal ist falsch. So, haben wir noch irgendwas hier, was kaputt ist? Nee, das ist gut. Das sieht normal aus. Das sieht normal aus. Das auch. Das auch normal. Das auch. Stoßstange hinten ist auch da. Vorne auch da. So, Fenster. Ja, sieht normal aus. Gut. Auto ist also in Ordnung. Foto. Falsch. So. Fachbrief hast du nicht. Gehen wir nochmal auf die Erlaubnis hier. Genau. 7, 5. Ah, hier ist auch falsch. Die Passnummer. So. Warte. Dann das weg. Und dann noch gültig bis. Ja. Ja, den können wir easy ablehnen, ne? Aber geil. Bitteschön. War das jetzt perfekt ohne Mithilfe? Da krieg ich den Erfolg. So. Wie das Auto orange ist, ey. Holy shit. Bam, Junge, perfekt. Jetzt habe ich doch den Erfolg nicht bekommen. Ach so, muss ich das wirklich ohne sogar den hier machen? Oh, alter Schwede. Ey, was ist das denn? Alter Schwede, okay. Oder vielleicht ist es anders gemeint? Naja, gut. Dann sind wir eigentlich soweit fertig. So, wie viel Kohle werden wir abgezogen bekommen? 580. Das zieht. Ich muss schnell Rang aufsteigen für mehr Kohle machen. Sonst kann ich nicht verbessern. Das sowieso nicht. Gut. Hier haben wir genug davon. Das bringt ja auch Geld ein. Die zwei haben wir auch hier. So, wie teuer ist das nochmal? 500. Oh, eieieiei. Nee, nee, nee. Hör auf, du. Ja, gut. Dann. Was ist das eigentlich für ein Tag, war? Dann. Würde ich sagen. Machen wir hier Stopp. Vielleicht bringe ich off-cam oder gesagt ohne der Aufnahme einmal alles weg. Und dann sehen wir uns beim nächsten Tag oder direkt wieder hier. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge und bis zum nächsten Mal.